Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Gesichter Asiens. Heute haben wir uns mit einer Dampflok auf den Weg gemacht nach Darjeeling. Gut 2000 Meter über dem Meer gelegen, am Fuße des Himalaya im Norden Indiens. Einst bauten die britischen Kolonialherren diese waghalsige Bahnstrecke. Seit mehr als 130 Jahren gilt sie als Lebensader der Region und als Touristenattraktion. Reisen Sie mit uns in die faszinierende Bergwelt Darjeelings. Langsam schiebt sich unsere Dampflok immer höher in die Berge. Seit Generationen bringt sie Touristen und Einheimische nach Darjeeling. Der Bau der Strecke im 19. Jahrhundert galt als Glanzleistung britischer Ingenieure. Manche Lokomotive war schon damals im Einsatz und verrichtet bis heute tapfer ihren Dienst. Daman Lama heißt unser Schaffner. Er ist von der Technik noch immer so begeistert wie am ersten Tag. Auf der gesamten Strecke nach Darjeeling fahren wir durch 120 scharfe Kurven und über mehr als 550 Brücken. Nur deshalb erreichen wir schließlich mehr als 2250 Meter Höhe. Und die Leute kommen aus der ganzen Welt, um das einmal zu erleben. Für mich bleibt es etwas Besonderes, hier zu arbeiten. Das macht doch Spaß. Kein Wunder, denn diese Aussicht auf den knapp 8600 Meter hohen Kanchenjunga, den dritthöchsten Berg der Welt, haben wohl nur wenige Eisenbahner. Daman konzentriert sich ganz auf seinen Zug beim Zwischenstopp in Batavia. Hier lassen sich Touristen aus Indien und dem Rest der Welt die Dampflok erklären. Die Einheimischen dagegen steigen immer öfter auf das Auto um. Viele Leute aus der Region fahren lieber mit den lokalen Taxis. Die schaffen die Strecke in kurzer Zeit und sind billiger. Deshalb nehmen inzwischen vor allem Touristen unseren Zug. Die Männer vorne auf der Lok sind stolz darauf. Ihre Bahn wurde von den Vereinten Nationen als Weltkulturerbe anerkannt. Lebendige Eisenbahngeschichte, die hunderttausende Menschen aus der ganzen Welt jedes Jahr hierher lockt. Auch zu den Streckenschleifen. Hier fährt die Schmalspurbahn im Kreis und gewinnt dabei an Höhe. Der gerade Weg bergauf wäre viel zu steil. Auf dem Weg nach Darjeeling teilen sich Autos und Eisenbahn die schmale Trasse. Einst wurde diese von den englischen Kolonialherren angelegt. Sie wollten dem schwülheißen Sommer in den Ebenen Bengalens entgehen. Platz im Hochgebirge ist knapp und kostbar. Immer enger wird der Weg. Jetzt muss sich die Zugbesatzung konzentrieren. Vorne auf der Lok leisten Anand und Hari Schwerstarbeit. Ihr Job ist noch genauso hart wie vor 100 Jahren. Und manchmal hilft auch die Dampfpfeife nicht weiter. Mach mal Platz, ruft Hari einem Autofahrer zu. Jedes Mal das Gleiche. Immer öfter blockieren Autos die Bahngleise. Dabei hat die Eisenbahn eigentlich Vorfahrt. Sie bringt schließlich die Touristen und deren Geld, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der entlegenen Hochgebirgsregion. Ankunft in Darjeeling Hauptbahnhof. Und der erste Teil unserer Fahrt geht schon zu Ende. Beinahe jedenfalls. Beim Rangieren kommt es auf den Millimeter an. Diese Bahn sei für sie mehr als nur ein Job, erzählen uns die Männer. Die Dampflok mehr als eine Maschine.
Die Lok ist wie mein eigenes Baby. Ich habe sogar ein Modell davon zu Hause. Jeder, der mich besucht, soll sehen, wo ich arbeite. Ein bisschen Zeit bleibt noch, bis wir weiter müssen. Und so erfüllen wir uns einen Kindheitstraum. Einmal eine Dampflok lenken. Hier ist das Schmieröl. Davon brauche die Maschine jede Menge, erklärt uns Harry. Dort die Bremse. Dampflokfahren erscheint uns plötzlich viel komplizierter als gedacht. Da heißt es Abschied nehmen. Erst einmal. Hier gibt es keine Schienen mehr. Nur mit einem Jeep kommen wir voran. Unzählige Teeplantagen erstrecken sich an den steilen Hängen Darjeelings. Hier wachsen die grünen Blätter für den weltberühmten Tee aus der Region. Geerntet werden die Blätter übrigens noch heute, genauso wie damals im 19. Jahrhundert, in mühseliger Handarbeit. Doch das ist nur eines der Geheimnisse für einen guten Tee aus Darjeeling. Pflücken will gelernt sein. Nicht zu dunkel, nicht zu hell dürfen sie sein, die reifen Blätter. Es brauche Jahre, um das sicher zu erkennen, sagen uns die Frauen auf der Singtom-Tee-Plantage. Srijana weiß, worauf es bei der Ernte ankommt. Seit 16 Jahren pflückt sie Tee, so wie ihre Vorfahren schon. Wir leben und wir arbeiten hier. Wir bekommen eine Unterkunft, ein wenig Geld, günstige Nahrungsmittel. Uns geht es gut hier und wir haben ja auch nichts anderes gelernt. Die Gipfel des Himalaya verschwinden allmählich in den Wolken am späten Vormittag. Die Erntekörbe sind zum ersten Mal gefüllt. Die Arbeiterinnen machen sich frohen Mutes auf den Weg zur Wiegestation. Wir bleiben noch ein wenig auf der Plantage. Und Rajib Chaudhry, der Geschäftsführer, erzählt uns von den Anfängen des Teeanbaus vor mehr als 150 Jahren. Damals experimentierten hier die ersten britischen Pflanzer. Bald schon hätte der besondere Geschmack den Tee berühmt gemacht. Das fängt mit dem Boden in Darjeeling an. Die Nährstoffe lassen die Blätter auf besondere Weise reifen und sorgen für das einzigartige Aroma. Viele vergleichen unseren Tee sogar mit Champagner. An der Wiegestation liefert Srijana die Ernte dieses Morgens ab. Etwa 250 Kilo haben sie und ihre Kolleginnen gemeinsam gepflückt. Wer hier mehr abliefert, als verlangt wird, bekommt einen kleinen Aufschlag auf den Lohn. Akkurat wird der Ertrag dokumentiert. Seit heute Morgen habe ich nur 4 Kilo geschafft. Jetzt ist erst mal Mittagspause. Am Nachmittag pflücken wir ja noch ein paar Stunden. Ihre Kollegen sammeln den kostbaren Rohstoff. So schnell wie möglich muss die Ernte in die Teefabrik der Plantage gebracht werden. Dort werden die Blätter getrocknet mit einem kraftvollen Gebläse. Je weniger Feuchtigkeit, desto besser, erklären uns Rajib Chaudhry und sein Kollege. Nur eine Voraussetzung für einen guten Tee. Die brauchen noch ein bisschen warme Luft, sind sich die beiden einig. Ein paar Hallen weiter sehen wir, wie Teeblätter gesiebt werden. Durch Rollen und Trocknen wurden zuvor die Geschmacksstoffe freigesetzt. Jetzt sehen die Blätter aus wie Tee und riechen auch so. Vor dem Verpacken werden noch einmal Fremdkörper herausgelesen. Die Plantage exportiert viel nach Europa, vor allem nach Deutschland. Dort verkauft sich Tee aus ökologischer Produktion besonders gut.
Der Tee muss sehr rein und ökologisch sein. Wir arbeiten nur mit Methoden des Bioanbaus, ohne herkömmliche Pflanzenschutzmittel oder Unkrautbekämpfungspräparate, ohne herkömmliche Dünger. Das ist alles ökologisch. Die Kunden aus dem Ausland wollen auch wissen, ob die Plantagenarbeiter unter menschenwürdigen Bedingungen produzieren. Nur dann gibt es die begehrten Gütesiegel, zum Beispiel das für fairen Handel. Gut für die Arbeiterinnen und für den Absatz. Srijanas Arbeitstag ist zu Ende. Sie lädt uns nach Hause ein, um ihre Familie kennenzulernen. Ihr Sohn ist gerade erst aus der Schule gekommen. Der Ehemann verdient auf dem Bau dazu. Das Häuschen stellt der Plantagenbesitzer. Auch medizinische Versorgung und verbilligte Nahrungsmittel hat die Gewerkschaft für die Arbeiter ausgehandelt. 100 Rupien Tageslohn fürs Pflücken, umgerechnet etwa 1,50 Euro gibt es dazu. Und so können Sohn und Tochter auf eine gute Schule gehen. Keine Selbstverständlichkeit in Indien. Die Kinder sind jetzt schon groß. Wir können es uns leisten, sie weiter zur Schule zu schicken. Früher habe ich sie vor der Arbeit selbst gebracht. Jetzt holt mein Mann sie oder die Kinder kommen mit ihren Freunden. Das funktioniert. Auch Srijanas Eltern haben auf der Teeplantage gearbeitet. Ein anstrengender Job, bescheidener Wohlstand. Srijanas Tochter Anja träumt davon, später einmal nicht pflücken zu müssen. Zurück in die Teefabrik. Rajiv Chaudhry zeigt uns, woran man einen guten Tee erkennt. Bei den Blättern müssen wir darauf achten, dass sie trocken, gut gerollt und nicht zu dunkel sind. Das kann bedeuten, dass der Tee zu kurz getrocknet wurde. Beim Aufguss hat jede Jahreszeit ihren eigenen Geruch. Das ist der typische für den Herbst. Das Wichtigste ist aber der Geschmack. Wir lernen, wie man professionell Tee probiert. Erst den Tee einsaugen. Kräftig, damit die Flüssigkeit den Gaumen trifft. Dann mehrmals über die Zunge rollen, um das ganze Aroma zu schmecken, dann ausspucken. Wahrscheinlich könnte man hier noch vieles über guten Tee erfahren. Doch mehr will man uns nicht verraten. Wir setzen unsere Reise fort. Mitten in den Bergen Darjeelings wurde schon vor über 50 Jahren dieser ganz besondere Zoo gegründet. Seitdem bemühen sich Tierpfleger und Ärzte darum, bedrohte Tierarten vor dem Aussterben zu retten. Und so kann man hier zum Beispiel den roten Pandabären oder den Schneeleoparden in aller Ruhe betrachten. Auch deshalb kommen jedes Jahr mehr als 300.000 Besucher in diesen ganz besonderen Zoo. Sitat und Janaki leben schon länger zusammen und meistens verstehen sie einander recht gut. Doch auch rote Pandabären haben manchmal Streit. Danach gehen sich die beiden eine Weile aus dem Weg. Und meist ist der Ärger schnell vergessen. Prachan Haldar und seine Familie können sich kaum satt sehen. Sie sind aus Kalkutta für ein paar Urlaubstage nach Darjeeling gereist, um die seltenen Exemplare zu betrachten. Ich glaube, eigentlich leben sie im Dschungel. Dort sind sie vom Aussterben bedroht. Ich meine, wir müssten noch viel mehr tun, damit sie auf Dauer überleben können. In der Zooküche wird das Panda-Mittagessen zubereitet. Obst und Brote gibt es heute, leichte Kost.
Zu schweres Essen hat schon bei manchem Zoobewohner zu überhöhten Fettwerten im Blut geführt. Vor allem, wenn sie sich zu wenig bewegen, gibt es Cholesterinprobleme. Wir wollen wissen, was der Zoo dagegen tun kann. Wir versuchen ihnen so viel Raum wie möglich zum Spielen zu geben. Und wir sorgen dafür, dass sie nicht zu viel fressen. Bei dieser Mahlzeit geben sich die beiden Bären unerwartet wählerisch. Die Bananen werden schnell verputzt, der Rest erst einmal verschmäht. Die Fürsorge des Zoos hat sich im vergangenen Jahrzehnt ausgezahlt. 38 rote Panda-Bären wurden hier geboren. Viele Tiere wurden nach Japan, Neuseeland oder Schweden verkauft. Doch der Kampf gegen das Aussterben, sagt uns Dr. Roy, sei noch lange nicht gewonnen. Dafür gibt es viele Gründe. Die Lebensräume werden durch Abholzung und Besiedlung gefährdet. Und die Wilderer sind eine zusätzliche Bedrohung. Im Zoo droht den Panda-Bären kaum Gefahr, obwohl ihre natürlichen Feinde nur ein paar Gehege weiterleben. Auf 2000 Meter Höhe ist im Zoo von Darjeeling die Tierwelt des Himalaya versammelt. Und dazu gehört auch dieser Zeitgenosse, Butt, der Schneeleopard. Fleisch steht meist auf seiner Speisekarte. Ranjitapa verwöhnt das Raubtier mit Vitaminpräparaten und einer ganz besonderen Diät. Eigentlich mögen sie am liebsten Lamm und Huhn. Doch in Zeiten der Vogelgrippe sind wir mit Huhn ein bisschen vorsichtiger. Die Tiere werden gut versorgt. Die Eintrittsgelder finanzieren beste Kost. Butt, der Schneeleopard, hat trotzdem keinen Appetit. 9 Jahre ist er alt, höchste Zeit für eine Vaterschaft. Doch noch wartet er auf eine geeignete Partnerin. Ranjit muss ihn oft ein bisschen aufheitern. Ganz gleich, ob schwarzer Panther oder weißer Leopard, wir lieben unsere Tiere. Schließlich verbringen wir den ganzen Tag mit ihnen. Viel mehr Zeit als mit unseren Familien. Wir haben eine richtige Beziehung zu den Tieren aufgebaut. Noch einmal kehren wir zurück zu Siddharth und Janaki. Längst ist der Streit vom Vormittag vergessen. Ein bisschen Grünzeug zum Nachtisch, so lässt es sich leben für die roten Panda-Bären in Darjeeling. Wir starten in Richtung Kalimpong, jetzt wieder mit der Eisenbahn. Mitten in den Bergen, so haben wir erfahren, soll es eine ganz besondere Schule geben. Eine ganz normale Unterrichtsstunde an der Gandhi Ashram Schule in Kalimpong. Neben Schreiben und Rechnen lernen die Kinder hier von der ersten Klasse an zu musizieren. Viele von ihnen kommen aus armen Familien und doch darf jeder ein Musikinstrument erlernen. Die Besten treten inzwischen sogar im Ausland auf. Seit 15 Jahren schon unterrichtet Musiklehrer Rudra Viswakarma hier. Musiktheorie steht an diesem Morgen auf dem Stundenplan. Das ist kompliziert. Die Schüler kommen aus den Dörfern der Umgebung und haben bislang nicht viel von Dur und Moll gehört. Am Anfang ist es immer schwierig zu unterrichten. Die Kinder kennen keine Instrumente. Viele haben nicht einmal einen Fernseher. Das ist nicht leicht. Aber nach 2-3 Monaten wächst ihr Interesse. Dann heißt es üben, üben, nochmals üben. Geduld und Disziplin lernen die Kinder spielerisch. Pankaj lebt in einem Dorf ganz in der Nähe. Er weiß, wie schwer es ist, aufgenommen zu werden. Viele Kinder aus armen Familien wollen hier lernen. Die Warteliste ist lang.
I. Ich hatte großes Glück, dass die Schule mich aufgenommen hat. So konnte ich Geige lernen. Viele Menschen hier lieben Musik, aber anders als wir haben sie keine Chance, ein Instrument zu lernen. Pankaj und seine Freunde pauken auch Englisch, Informatik oder Biologie. Vor knapp 20 Jahren gründete ein Jesuit die Schule. Finanziert wird sie seitdem fast nur aus Spenden, auch aus Deutschland. Die Kinder organisieren ihren Alltag selbst. Jeder hat seine Aufgabe, das Prinzip Verantwortung von der ersten Klasse an. Ich bin mir ganz sicher, dass viele unsere Schule als gute Musiker verlassen. Das ist aber nicht das Wichtigste. Wir wollen die Kinder zu guten Menschen machen. Wir wollen ihnen Lebensfreude vermitteln. Sie sollen Menschen werden, die für andere da sind. Menschen, die Werte haben. Regina Stützle ist schon zum dritten Mal hierher gekommen. Die Geigenbauerin aus Baden-Württemberg lebt seit 10 Monaten in Kalimpong. Das feuchte Klima schadet den Instrumenten sehr. Ohne ihren freiwilligen Einsatz könnten die Kinder nicht musizieren. Ich habe großen Respekt vor ihnen, weil wenn man ihren Familienhintergrund sieht und aus was für Familien sie kommen und wie arm sie sind und bei ihnen zu Hause ist und dann sieht, wie sie hier sind, wie sie sich hier entwickeln, dass sie trotzdem so fröhlich sind und ja und so höflich und alles, das, ja, ich muss es immer bewundern. Die Kinder empfinden offenbar genauso für Regina. Sie hat Geburtstag heute. Lehrer und Schüler ehren sie bei der morgendlichen Schulversammlung. Es ist mein dritter Besuch bei euch, mein erster Geburtstag. Ich freue mich, den Tag mit euch zu verbringen. Später probt das Schulorchester für ein Konzert im fernen Neu-Delhi. Italienische Opernklänge am Fuße des Himalaya. Und es scheint, als ob Mensch und Musik in vollkommener Harmonie leben. Mit dem Dampfzug fahren wir weiter durch Darjeelings Berge. Der bringt uns jetzt zu einem der größten Klöster in der Region. Auch die buddhistischen Mönche im Druk Sanak Schöling Kloster streben danach, durch Meditation die Unvollkommenheit des Menschen zu überwinden. Mehr als 140 Schüler lernen hier die Grundlagen des Buddhismus, aber auch moderne Wissenschaften stehen auf dem Lehrplan. Und so verbinden sich hinter ehrwürdigen Klostermauern jahrtausendealte Tradition und Zukunft. Seit einer Stunde schon meditieren sie. Bis an den Rand der Trance. Abkehr von der Welt, doch die Mantras des Buddhismus sollen ja allen Menschen helfen. Shedpu kam vor ein paar Jahren aus Bhutan als Lehrer hierher. Jeden Tag um 16:30 versammeln wir uns, wir beten für alle Menschen. Sie haben in diesen Zeiten so viele Probleme, so viele Schwierigkeiten. Wir wollen ihnen helfen, deshalb bitten wir Gott um Frieden für alle Menschen. Bis in den Abend klingen die Gebete über die Berge. Und so beginnt jeder neue Tag im Kloster für die Novizen. Die Jüngsten sind erst 9 Jahre alt. Aus allen Teilen des Himalaya kommen sie als Schüler hierher. Ihre Familien sind stolz, wenn ein Sohn ins Kloster geht. Mehr als 140 Jungen leben und lernen hier.
Tibetisch müssen sie beherrschen, um die wichtigsten Schriften des Buddhismus im Original lesen zu können. Nime Tenzing übersetzt uns, worum es an diesem Morgen geht. Flugzeuge und Mobiltelefone, moderne Begriffe. So sollen tibetische Sprache und Kultur lebendig bleiben, wenn schon die Heimat verloren scheint. Ich möchte irgendwann in die Berge meiner Heimat Ladakh zurückkehren. Als Mönch den Menschen dienen und Buddhas Schriften lehren. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Schüler in der Klosterschule müssen fleißig sein. Die Klassen sind klein, die Lehrer streng. Tenzing Gyatso leitet das Kloster und lebt seit mehr als 40 Jahren hier. Er berichtet uns, wie seine Lehrer nach dem gescheiterten Aufstand der Tibeter gegen China 1959 über die Berge nach Indien flohen. In Darjeeling gründeten sie neue Klöster, so wie dieses. Für eine Religion, so sagt Tenzing, die niemals alt werde. Buddha ist vor mehr als 2500 Jahren gestorben. Aber seine Lehren bleiben. Sie sind nützlich, wissenschaftlich und praktisch. Gerade in unseren Zeiten sind sie wichtiger denn je. Die Menschen sind verunsichert. Viele haben das innere Gleichgewicht verloren. Da kann der Buddhismus helfen. Künstlerisch begabte Mönche haben das Kloster ausgeschmückt. Und so wie überall sind auch in dieser Buddha-Statue die Überlieferungen des Religionsstifters verborgen. Doch nicht nur die. Tenzing hat ein ganz besonderes Erinnerungsstück hineingelegt. Als ich in Deutschland war, habe ich ein Stück der Berliner Mauer mitgenommen. Der Mauerfall ist doch ein wunderbares Symbol für Zusammenkommen, Harmonie und Versöhnung. Also brachte ich es hierher und legte es ganz dicht neben die Heiligen Schriften am Fuß der Statue in den Lotusthron. Am späten Nachmittag erleben wir eine faszinierende Tanzstunde auf dem Dach des Klosters. Die Männer üben den Padmasambhava-Tanz für ein religiöses Festival. Die Schrittfolgen dieses Tanzes werden unter den Mönchen seit Generationen weitergegeben. Bewegung zur Musik sei nur eine andere Form der Meditation. Und so rücken sie tanzend den Weisheiten des Buddhismus näher, am Fuße des Himalaya. Für uns heißt es nun Abschied nehmen von den Bergen Darjeelings.